Kameramagier, das, was du im Intro gesehen hast, war eine Hyperlapse, quasi eine bewegte Zeitrafferaufnahme. Und wie du diese schießt und in DaVinci Resolve nachbearbeitest, das zeige ich dir heute. Und obwohl du diese Hyperlapses auch mit normalen DSLR-Kameras filmen und in Postproduktion beschleunigen kannst, ist es viel, viel, viel besser, wenn du dir einfach deinen trusty Fotoapparat nimmst und losknippst. Okay, zuallererst suchst du dir etwas zum Stabilisieren, also Tripod oder hier den trusty Monopod, mit dem du aussiehst wie ein wahrer Kameramagier. Und dann möchtest du Schritt für Schritt vorgehen und ein Foto von dem Ding schießen, was du schießen willst. In meinem Fall hier hinten das Völkerschlachtdenkmal. Wenn ihr irgendwelche Fliesen oder sowas auf dem Boden findet oder Linien, dann könnt ihr euch an denen langhangeln und eure Kamera immer da positionieren und auch das Schrittmaß ungefähr eine Fliese weit nehmen, wenn ihr solche großen Fliesen habt. Das hilft auf jeden Fall, die Abstände richtig einzuhalten. Und du möchtest immer denselben Bildausschnitt mehr oder weniger halten. Also du möchtest jetzt auf deiner Kamera dir ein Grid anzeigen lassen. Bei manchen Kameras kannst du das Grid ganz frei wählen, wie zum Beispiel bei der GH4 und GH5. Aber du kannst natürlich deine Standard-Grids nehmen, die es sogar auf den meisten Handys anzuzeigen gibt. Als nächstes wollen wir uns einen Punkt suchen, auf dem wir uns die ganze Zeit fokussieren. Die wollen wir immer schön anpeilen, damit wir dann am Ende eine stabile Aufnahme haben. Und als Added Bonus kann man sich zum Beispiel bei der GH4 und GH5 auch eine Wasserwaage anzeigen lassen. Und das ist super hilfreich, um die Shots dann auch wirklich aus derselben Perspektive immer gerade zu haben. Zum Aufnahmeformat solltest du wissen, dass du natürlich deine Bilder in deinem geliebten RAW fotografieren kannst. Dann musst du sie allerdings vorher nochmal durch Lightroom oder als kostenlose Alternative RAW Therapy durchschicken und sie entwickeln lassen. Ich habe hier das Ganze in JPEGs geschossen, um mir diesen Schritt zu sparen. Oh Mann, ich kann jetzt schon die Kommentare unter diesem Video sehen. Wie kannst du denn nur ein JPEG fotografieren? Ah! Und wenn du Lightroom hast, dann solltest du dir auf jeden Fall mal von dem Herrn Wegner LR Timelapse angucken, weil das zeichnet gerade für Übernacht-Timelapses automatisch die Exposure-Kurve mit und macht Keyframes automatisch. Aber in DaVinci Resolve gibt es auch einiges, was du tun kannst, um gerade diese Tag-zu-Nacht-Übergänge sweet hinzubekommen. Um in DaVinci Resolve einzelne Bilder als Bildsequenz zu importieren, möchtest du hier unten in dein Media Pool gehen. Und wenn deine Bilder aufsteigend durchweg nummeriert sind, ohne dass du ein Bild gelöscht hast, dann kannst du die einfach als einen Clip hier reinziehen und hast quasi hier diesen Clip vorliegen. Aber du siehst, ich habe hier nur die Hälfte, weil ich zwischendrin auch ein Video gemacht habe. Und deshalb ziehe ich mir auch noch die andere Hälfte hier hinein. Dann klicke ich eins der Bildsequenzen an und schaue mir die Metadaten an und merke mir die Auflösung, in der sie erstellt wurden. Und kann mir jetzt aus den beiden markiert mit Rechtsklick unter Create New Timeline using Selected Clips mir eine Timeline erstellen und möchte dann auf jeden Fall die richtige Resolution haben. Also nehme ich hier Use Project Settings raus, gehe unter Format, gehe dann hier oben auf Custom und gebe hier die Resolution ein. Ich klicke auf Create und wenn ich das jetzt doppelt anklicke, dann habe ich das Ganze als Videoclips hintereinander drin. Und du siehst, das Ganze ist echt wackelig und das müssen wir jetzt stabilisieren. Aber bevor wir das machen, möchten wir ja, dass das Ganze als ein Track vorliegt. Das heißt, ich markiere hier beides und mit Rechtsklick drauf klicke ich auf New Compound Clip und klicke auf Create. Damit habe ich jetzt die beiden in eine Sache verschachtelt. Wichtig ist, dass der Compound Clip immer nur die Resolution deiner Timeline hat. Das bedeutet, du solltest das hier am besten nochmal zwischenrendern. Also indem ich Alt drücke und das ganze Ding eine Videospur nach oben ziehe, erstelle ich hier eine zweite davon und mit Rechtsklick drauf Render in Place. Und hier möchte ich auf jeden Fall den XHR nehmen, weil das die komplette Auflösung nimmt. Klicke auf Rendern, wähle mir einen Ort aus und klicke auf OK. Okay, wenn das fertig ist, dann kann ich den unteren Clip deaktivieren mit D. Jetzt haben wir unsere Hyperlapse, aber wie du siehst, ist das Ganze noch super wackelig. Und das heißt, wir müssen das Ganze jetzt auch noch stabilisieren. Für dieses Stabilisieren gibt es entweder die Möglichkeit, einen Point-Tracker oder einen Planner-Tracker zu nutzen. Ich zeige dir jetzt zuerst mal die Planner-Tracker-Variante, weil diese einfacher ist. Und dazu gehe ich hier unten in Fusion rein. Und hier in Fusion suche ich mir mit Shift-Space einen Planner-Tracker raus, füge den hier ein
Und jetzt möchte ich zuallererst das Ganze hier oben auf Set klicken, dann im Tracker-Mode von Point auf Hybrid Point Area klicken und dann möchte ich die Wand abzeichnen, die ich tracken lassen möchte und klicke also jetzt hier meine Wand an, die ich nachverfolgen lassen will. Und dann klicke ich einfach hier unten auf Track to End. Und jetzt rödelt das ganze Ding von vorne nach hinten und schreibt uns Tracking-Daten hin. Okay, und nachdem das durch ist, wollen wir einfach nur Folgendes tun. Wir möchten hier oben von Track auf Stabilize umswitchen und dann hier unten Compute Stabilization anhaken. So, bam. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann ist das doch schon um einiges stabiler als vorher. Aber wir haben noch immer ein Problem. Und zwar haben wir, wie du siehst, schwarze Ränder. Und diese schwarzen Ränder können wir ganz einfach rauskriegen, indem wir hier unten den Frame Mode auf Zoom umstellen und dann auf Auto Zoom klicken. Und damit zoomt der quasi in unser Bild so weit rein, dass es automatisch keine schwarzen Ränder gibt. Ich finde persönlich allerdings, dieses Vorgehen bietet weniger Flexibilität und deswegen nehme ich meistens das Ganze auf Full und suche mir dahinter mit Shift Space eine Transform Node raus und die animiere ich dann, indem ich Center Size anpasse, indem ich bei diesen Werten Keyframes setze, das Ganze größer mache und so kann ich durchgehen und habe noch etwas mehr manuelle Freiheiten über meine Bildgestaltung. Falls die Planner Tracker Variante bei dir nicht funktioniert, dann solltest du den normalen Tracker in Fusion reinziehen und dir 2 oder 4 Punkte auf deiner Hauswand oder deinem Gebäude suchen, um das Ding zu stabilisieren. Wenn du dann fertig getrackt hast, kannst du dann oben unter Operation von None auf Match Move stellen und unter Merge Background Only anwählen. Und damit wird das Ganze stabilisiert. Anschließend kannst du ganz ähnlich, wie ich das hier gemacht habe, auch eine Transform Node hinten anhängen, um das Ding auf die richtige Größe zu bringen. Okay, und mit diesem Wunderwerk an Stabilisierung können wir jetzt 2 Wege eingehen. Wenn du die Studio-Version hast, würde ich dir jetzt empfehlen, in die Color-Page zu gehen, deine Farbbearbeitung zu machen und im Motion-Tab die Motion Blur zu aktivieren und damit hast du deine Motion Blur. Wenn du allerdings die Studio-Version nicht hast, dann würde ich dir nun empfehlen, Folgendes in Fusion zu tun. Um uns in Fusion kostenlos Motion Blur zu errechnen, brauchen wir folgende 2 Nodes. Wir suchen uns mit Shift Space die Optical Flow Node raus und anschließend suchen wir uns mit Shift Space die Vector Motion Blur raus. Und wenn wir uns das angucken, dann haben wir hier die Scale, mit der wir quasi die Motion Blur bestimmen können, wie viel Motion Blur es denn am Ende sein darf. Ich empfehle hier immer Werte zwischen 1 und 3 zu wählen. Mit dieser Methode bekommst du jetzt also auch Motion Blur in deine statische Bildaufnahme. Und jetzt kommen wir dann doch für jeden zur Color Page. Jetzt kannst du in der Color Page natürlich das machen, was du am liebsten machst. Farbe reindrehen, also so richtig schön Saturierung aufcranken, mehr Kontrast erhöhen und den Pivot so anpassen, dass wir noch ein bisschen Shadow Highlights bekommen. Vorher, nachher. Oh yeah! Ich würde wirklich für Color Grading den Kanal von Tim vom Farbkanal empfehlen. Der zeigt dir, wie du in DaVinci Resolve geile Color Grades umsetzt, um auch die Farben in deinen Hyperlapses richtig crisp zu bekommen. Ich habe ihn dir da oben verlinkt. Aber lass uns doch jetzt mal noch einen kleinen Ausblick werfen, wie wir Tag-zu-Nacht-Übergänge gestalten können. Okay, zuallererst beim Aufnehmen von Day-to-Night-Hyperlapses solltest du dein ISO und deine Belichtung immer wieder anpassen und korrigieren. Das bedeutet, dass du in einem festgelegten Zeitintervall dein ISO oder deine Belichtungszeit um einen bestimmten Wert verlängerst oder erhöhst, so dass du halt immer wieder Exposure-Sprünge drin hast. Und diese wollen wir dann im Endeffekt rausbekommen. In der Color Page in DaVinci Resolve. Okay, das hier ist so eine Day-to-Night Hyperlapse, die ich in JPEG in Vlog geschossen habe und deswegen suche ich mir mit Shift S erstmal ein paar Corrector Nodes und lege mir auf die letzte hier eine LUT und zwar die Panasonic Vlog to Rec 709 LUT, damit ich sehe, was ich tue und dann siehst du jetzt hier auch ziemlich deutlich diese Exposure-Sprünge. Siehst du das?
Und dieses Flickern wollen wir jetzt rausbekommen, indem wir in die Open Effects gehen und hier uns den Color Stabilizer auf die erste Note ziehen. Den Color Stabilizer können wir in zwei Formaten fahren. Einmal in einer Regionsanalyse und einmal über den gesamten Frame. Aber du siehst, der gesamte Frame hat manchmal immer noch Flickering dabei und deswegen gehe ich hier auf Selected Area und nehme mir jetzt hier die Hauswand, die ja schon bereits stabilisiert ist und immer ziemlich an derselben Stelle ist. Und da gehe ich jetzt in die Mitte ungefähr rein und klicke hier oben auf Analyse. Und du siehst, jetzt ist der ganze Flicker weg. Aber wir haben hier einen totalen White Balance Shift und den wollen wir nicht. Deswegen nehme ich hier den Haken raus bei Stabilize White Balance. Und du siehst, damit haben wir jetzt auch wieder das Orange drin. Aber es ist ziemlich dunkel und das müssen wir jetzt fixen mit zwei Keyframes. Okay, um die Keyframes zu setzen, gehen wir jetzt hier in den zweiten Corrector, öffnen uns hier die Keyframes und aktivieren Keyframing auf den Corrector Nummer 2. Gehen dazu ganz ans Ende, stellen den Gain so ein, wie er sich für uns gut anfühlt, gehen ganz an den Anfang und reißen den Gain hier hoch, so wie es sich für uns gut anfühlt. Und damit haben wir unsere solide Day-to-Night-Progression, die flickerfrei ist, aber nicht ganz noise-frei. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du die Studio-Version hast, kannst du jetzt hier in die Motion Effects gehen und hier noch eine leichte Noise Reduction mit einer großen Motion Range durchführen. Achso, und all das, was ich hier gezeigt habe bezüglich Motion Blur und Stabilisierung, kannst du natürlich auch für Stop-Motion-Videos nutzen. Apropos Stabilisierung, wenn du noch nicht mein Tracking-Tutorial geschaut hast, dann schau dir das mal hier drüben an. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao!